Wetterfühligkeit, wenn das Wetter krank macht. Wetterfühligkeit, wenn das Wetter krank macht. Der launische April ist gekennzeichnet durch abrupte Wetterumschwünge, starke Temperaturschwankungen, aber auch schwülwarmes Wetter oder Föhn. Mehr als jeder dritte Deutsche reagiert mehr oder weniger empfindlich auf die Wetterlage. Den Einfluss des Wetters spüren vor allem Frauen besonders am Allgemeinbefinden und der Stimmung, aber auch bei der Leistungsfähigkeit und den Körperfunktionen wie Kreislauf und Atmung. Die Betroffenen reagieren auf Änderungen der Wetterlage mit Kopfdruck bis hin zu Migräneattacken, Abgeschlagenheit und Müdigkeit, Schlaflosigkeit und Konzentrationsschwäche, innerer Unruhe, Gereiztheit, Schwindel und anderen Kreislaufstörungen oder allgemeinem Unwohlsein, aber auch mit Gelenk-, Muskel- oder Narbenschmerzen. Und bei extremen Wetterlagen häufen sich Krankheitsattacken und Todesfälle. Ursachen der Wetterfühligkeit. Wetterfühligkeit ist zwar keine Krankheit, weist aber auf ein Ungleichgewicht im vegetativen Nervensystem hin. Dieses bildet so etwas wie ein Innenweltsystem des Körpers und dient zur Aufrechterhaltung der inneren Balance. Wird es durch Stress, hektische Lebensweise, steigende Umweltbelastungen, Smog, Ozon, UV-Licht etc. gestört, kann es aus dem Gleichgewicht geraten. Einige Menschen reagieren dann verstärkt auf äußere Einflüsse des Wetters. Dies könnte auch erklären, warum Städter weit häufiger von Wetterfühligkeit betroffen sind als die Landbevölkerung. Ein schneller Lebensrhythmus sowie mehr Umwelt- und Stressbelastungen lassen ihr vegetatives Nervensystem anfällig werden. Der Einfluss des Wetters auf unser Nervensystem. Wetterfühligkeit ist kein Fantasieprodukt, darüber sind sich die Experten einig. Wie Wetterfühligkeit genau entsteht, ist allerdings nach wie vor unklar. Professor Dieter Feitel vom Institut für Klinische und Physiologische Psychologie der Universität Gießen zeigte, dass wetterfühlige Menschen besonders empfindlich auf unsichtbare elektrische Entladungen, wie sie bei Wetterveränderungen auftreten, reagieren. Diese Entladungen, sogenanntes Phryx, bauen ein elektromagnetisches Feld auf, vergleichbar mit schwachen, unsichtbaren Blitzen, die das vegetative Nervensystem in seiner Steuerungsfunktion belasten. Der Münchner Biometeorologe Professor Peter Hüppe konnte nachweisen, dass die Vorhersagen wetterfühliger in 2/3 der Fälle mit denen des deutschen Wetterdienstes übereinstimmte. Er vermutet, dass geringe Luftdruckschwankungen bei Wetterwechsel unsere sogenannten Barorezeptoren beeinflussen, an der Gabelung der Halsschlagadern sitzende Sinneszellen, die auf Druck reagieren und Blutdruck und Puls steuern.